Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2017. Wir starten zuerst mit einem neuen Spielstand. Nehmen normal und suchen uns eine neue Karte aus. Wow, diese Auswahl: Goldcrest Valley oder Sosnowska. Ich glaube, nehmen wir jetzt mal Goldcrest Valley. Wollen meine Frau oder ein Mann sein? Weiß du nicht weiter? Dann sieh im Hilfsabschnitt im Pausenmenü nach. Das ist schön zu wissen. Du kannst einen Wald in Ackerland verwandeln. Das ging in vorherigen Versionen noch nicht. Spiel wird geladen. Bitte warten. Yippie! Start. Willkommen zum Landwirtschaftssimulator. Möchtest du jetzt eine kurze Tour beginnen, die dir die Grundelemente des Spiels zeigt? Nö. Um die Tour zu einem späteren Zeitpunkt zu starten, kannst du einfach eine neue Karriere im Goldcrest Valley beginnen und du wirst erneut gefragt. Ja, okay. So, wir haben 6.41 Uhr und 20.000 Euro. Steuerung F, Licht. Wow. Das ist schön, scheinbar haben wir eine Taschenlampe. Das ist also unser Hof. Okay, wir sind auf jeden Fall in Amerika. Haben ein komisches Auto, was etwas dreckig ist. Hör doch mal ein. Ein Lizard Pickup Rodeo. Ja. Fahren wir doch einmal über unseren Hof. Okay. Unterstände haben wir. Eine kleine Werkstatt. Das. Saatgut und Dünger. Nichts. Okay. Maschine wahrscheinlich, um Holz zu bearbeiten, so wie das aussieht. Ein Laubbläser. Will haben. Ja, komm. Okay, ich kann das wegwerfen. Kann ich es auch benutzen? Scheint nicht so. Okay. Gibt es noch Schönes? Radio, ein Hammer. Wagenheber. Das ist wahrscheinlich Strom. Ein Kompressor. Ja. Okay. Jui. Gas. Okay. So viel dazu. Steigen wir da ein. Schauen nochmal weiter. Schauen ein kleines Stück die Karte an. Zum Briefkasten. Jetzt haben wir keinen Briefkasten mehr. Fahren wir doch hier mal rechts rein. Und schauen, was uns da erwartet. Nochmal ein Unterstand. Okay. Hier sind unsere Silos. Oh, ein Mähdrescher. Traktor. Mit Anhänger. Okay. Steigen wir jetzt mal den Mähdrescher ein. Okay. Wir können gleich nicht helfen. Der Kunde soll das Feld hier abwerfen. Mit Tab können wir jetzt weitergehen. So, ankuppeln. Wir können wieder einen Helfer einstellen. Und ihm das nicht hilft. Oh, er hält sich den Feld. Okay. Hätten wir die zwei Sachen schon mal automatisiert. Hier können wir direkt wieder säen und Futter schon streuen sollen. Okay. Einfach so lange mit helfen, aber so schnell. So ist mal das hier. Der erste Weg, wie man normalerweise beim Landwirtschaftssimulator immer an Geld kommt, ist die Silos leer zu machen.
Ja, im Normalfall. In diesem Video ist aber schon gleich was drin. Weizen, 7000 Gerste, 7000 Sonnenblumen, Sojabohnen, Körnermais, mehr gewesen als da. Nehmen wir die Sonnenblumen. Ja, das war schon. Okay. Je nach dem Prozent. Muss ich mir jetzt nur fragen, wo bringen wir das Zeug hin? Okay, hier gibt es eine Bahnstrecke. Das kommt mir nicht alles voll, dass ich kaufen kann. Dörfer nach rechts. Wie sich gehört, schön mit dem Trecker auf der linken Seite. Zu voll aufregen. Ah, ich glaube, hier links kann ich irgendwo abladen. Schön die Umlichter anmachen. Dann hier links. Hey, das sieht irgendwie nach einer Bäckerei oder sowas aus. Dent. Ich hoffe, die brauchen Sonnenblumen. Scheinbar ja. So, ein I können wir auskippen. Und wir kriegen Geld dafür. Ja, yeah, jetzt haben wir 25.000 und 6.000 Euro Einnahmen. Also fahren Sie mal zurück zum Hof. Ja. Ziehen wieder links. Speed Limit 50, das erreichen wir sowieso nie. Das liegt hier mit. Oh. Okay. Wie können wir dann auch nachher Sachen kaufen? Pegel. Gas. Ich muss erstmal kaufen, weil ich mit LKW. Vielleicht jetzt damit schneller. Nee, noch mehr rein. So, hier müssen wir wieder links. Über die Schiene drüber. Was wir auf jeden Fall noch tun sollten, erstmal die Karte erkunden. Mal wissen, wo die ganzen Abladestationen sind. So, hier auf R. Sonnenblume ist nicht mehr. Ah, Weizen haben wir noch oben. 6.000. 75% voll. Immer so ein Auto zu 10.000 lassen wir rein. So ist das Gefühl. Ich glaube, wir ernten ja auch gerade sogar Weizen. Mal schauen, vielleicht können wir dann in Deutschland ein bisschen ab. Wir ernten mal. Ab. Mehr dein Korn. Jo, das war's. 8.000, okay. Keine 10.000, hier noch 1.000 bleiben. So, das heißt, wir fahren wieder runter. In diese Factory.
Ja, okay, ich hab vergessen, Timer für die Folge zu stellen. Dann reden beim nächsten Mal unter diese Folge einfach Unibus. Ja. Ja. Das war der Stoppschild. Ich muss natürlich darauf nicht mehr achten. Also vielleicht in der Zwischenzeit nicht erwähnen kann, wie viele ihr sich nicht gemerkt haben. Dieses Video ist ein Video seit langem mal wieder. Das soll sich aber jetzt auch wieder ändern. Ab jetzt kommen wieder täglich oder zumindest alle zwei Tage Videos. Meistens aktuell so Let's Play Sachen, was aber nächste Zeit auch wieder kommen wird. Das sind Computer- bzw. Server-Videos. Von dem her, lasst einfach ein Abo da, wenn es euch interessiert. Lasst ein Like da. Zeigt mir auf jeden Fall, dass es euch gefällt. Das kommt weg. Kohle wir kriegen. So, abladen ist in dem Fall eine I. Das war früher auch eine Q. Zumindest ein 16er. Und wir haben, wow, nur 3000 bekommen. Was? War nicht viel. Man muss ja nicht. Dörfer hier sind oder Städte sind schon wieder. Ja, was kostet? Mal schauen, was kostet uns denn so ein LKW? Wow, okay. Gut, ich glaube, dafür müssen wir echt dann noch eine Menge arbeiten. Okay, Suchmaschine fängt bei 124.000 an. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Anhänger dafür. Wo kriege ich die? Dann sehe ich das. Ich glaube bei Diverses, oder? Okay, nee, nicht bei Diverses. Tieflader? Nein, das ist wirklich Tieflader. Das gibt's ja nicht in der Kippe, oder? Ach doch, in der Kippe, okay. 61.000 kostet ein Fliegel. Das ist natürlich viel. Gut, dann müssen wir natürlich noch einiges an Sachen wegbringen. Vermutlich sollten wir auch mit Warzen. Denn irgendwie 3000 für so einen kompletten Kipper ist ein bisschen wenig. Welche Tasten man mit dem PDA auf? Ist das nur? Kann man nachschauen. Ob es den PDA noch gibt? Hat man den Film mal gesehen? Wo man es am besten verkaufen konnte. Hey, da liegt doch das Stoppschild. Ah, sie sind alle schon fertig gepflanzt. Kann man sagen, dieses Jahr haben die Entwickler wirklich schöne kleine Gimmicks eingebaut, gerade auch so Schilder und so weiter. Hier muss nicht abgetankt werden. Was haben wir eigentlich da? Stein? Oh! Und die Sachen werden wieder dreckig. Cool. So, was ist das hier? Strohhäuber. Wenn du Strohhäuber in keiner weiteren Verwendung hast, kannst du diese hier einlagern und erhältst etwas Geld dafür. Okay. Das ist cool. Aber ich habe irgendwie gehört, es gibt jetzt hier auch was mit Schweinen. Das will ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Das ist nämlich neu. Gab es letztes Jahr nur mit Mods. Hey, hier sind unsere Hühner. Die gibt es ja auch noch. Yippie! Okay. Was haben wir denn aktuell in unserer Garage? Oh, okay.
Eine Holland, zwei Case. Das hier, okay. Das Zeug ist auch schon verkaufen? Krass. Okay, alles aber im Einsatz. Okay. Mal schauen. Na, das geht, glaube ich, innen noch nicht, oder? Kartenübersicht. Ach, das ist jetzt so gemacht. Stimmt, da war was. Okay, ich glaube, wir waren. Na, Denton Bakery waren wir bisher. Da gibt es für Weizen 400. Okay, wir hätten hier hinfahren sollen. was haben wir denn noch? Muss jetzt mal schauen, was wir noch haben. Ja. Gerste. So, wohin können wir unsere Gerste bringen? Maplefield Mill. Okay, die ist ganz da hinten. Da setzen wir uns mal einen Marker hin. Und schauen nochmal, wie wir jetzt. Ach, cool. Dann fahren wir jetzt mal da. Bin ich fast voll? Gehen wir ein bisschen weiter rechts. Oh, 899 minus Lohnzahl. Die Hälfte. Man verdient nur nicht. Oder ist 899 am Tag? Das ist eine Menge. Noch ein Tempomat hat Timmy. Yippie. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's in dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hoffentlich dann zur nächsten Abladestelle sind. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren. Ciao!